Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Ich begrüße Sie hier aus unserem Mediakeller in Minden. Und wir möchten Ihnen heute einen Film zeigen von diversen Terrassen aus dem Bereich Sonderbau. Sonderbau im Grunde genommen eigentlich nicht, weil es wirklich etwas Besonderes ist, weil solche Terrassen, und zwar reden wir heute von aufgeständerten oder Hochterrassen, genannt oder eben halt auch Terrassen mit entsprechend breiten Fundamentabständen liegen oder sind bei uns als Profis für den Terrassenbau, wie Sie uns kennen, an der Tagesordnung. Das heißt, wir haben nicht nur Profile, wie wir es im letzten Film gemacht haben, besonders klein mit einer niedrigen Aufbauhöhe, sondern wir haben natürlich auch Profile, die entsprechend sehr große Überstände überbrücken können oder eben halt auch, was immer mehr gefragt wird, gerade im Bereich Pool oder gerade im Bereich Terrassensanierung, geht es natürlich um aufgeständerte Terrassen. Das heißt, sogenannte Hochterrassen, die eben nicht mehr auf Stelzlager aufgebaut werden oder eben halt auf andere Fundamente, sondern die man ganz einfach auf unsere Konstruktionspfosten aufbaut. Da haben wir zwei Systeme, wie Sie das von uns kennen. Wir haben einmal unser System Ecofix, ja, wo über Boden und über Kopfanker entsprechend Sie dort die Pfosten ausrichten oder Ihr Terrassenniveau erreichen. Das geht so ungefähr bis 1,60 Meter. Ja, können Sie das dort problemlos bauen. Kopf- und Bodenanker. Entweder wird der Anker aufgeschraubt, das sehen Sie auch gleich im Film, in verschiedenen Varianten, auf ein Betonfundament, eine Betonplatte, ein gegossenes Betonfundament. Aber selbstverständlich können Sie auch unsere Pfosten, das hier ist unser neuer Vario-Pfosten, 80x80, den können Sie natürlich auch selbstverständlich im Boden einbetonieren. Ja? Besonderheit oder der Unterschied zwischen dem Ecofix-System und dem Alluvario-System kennen Sie mittlerweile. Das sind Systeme, die über Klemmverbindungen arbeiten, also wie Sie das aus dem Maschinenbau kennen. Das heißt, mit diesem System sind noch viel variablere Einsatzmöglichkeiten möglich oder eben halt realisierbar, weil mehr Anpressdruck da ist. Und diese Systeme, die Ecofix-Systeme, unser, ich sag mal, in Anführungsstrichen Standardprofile, diese werden über entsprechende Verbinder oder eben halt Schraubverbindungen dann wirklich mit Bohrschrauben festgesetzt, wenn Sie die entsprechende Terrassenkonstruktion ausgerichtet haben. Vorteil zum Beispiel auch, wir sehen das hier bei dem Alluvario-System, was wir jetzt auch im Grunde ab diesem Monat am Lager haben. Ich zeige Ihnen gleich mal die Profile und sag mal was zu den Fundamentabständen. Aber unser Vario-Pfosten, wie Sie ihn hier sehen, wird auch, wie gesagt, entweder einbetoniert oder auf Fundamente aufgeschraubt, auch mit demselben Bodenankerfuß, der ist ja auch 80-80. Und Sie sehen hier, dass Sie die Möglichkeiten haben, oben einen Kopfanker zu setzen. Den können Sie dann ganz leicht wieder, wie Sie das kennen, mit Immos-Schlüsseln entsprechend auch noch später ausrichten. Aber Sie können am Pfosten auch, wie Sie es hier sehen, entsprechende Sonderbefestigungen anbringen, auch wiederum mit Winkeln, wo Sie dann, je nachdem, was Ihr Bauvorhaben im Grunde genommen benötigt, natürlich noch in alle Richtungen wieder bauen können. Das heißt, der Konstruktion an sich sind dann wenig Grenzen gesetzt. Eben halt natürlich immer, ich sag mal, die Grenze 5 kN Auflast bei Terrassen oder eben halt bei Poolprofilen 1,6 kN. Und dafür sind die Profile eben halt statisch berechnet. So, und wenn wir uns einfach mal unsere, ich sag mal, größten Profile anschauen, dann sehen Sie hier unser Profil 240 x 110. Ja, das heißt 240 mm Höhe, 110 mm Breite. Dieses Profil zum Beispiel, nur um Ihnen mal eine Richtung zu sagen, ist statisch geprüft bei 5 kN Auflast. Also öffentlicher Bereich, können Sie je nach Abstand der Balken untereinander Fundamente überbrücken von über 7 Meter. Das heißt, Sie brauchen dann dort, also zwei Fundamentauflagepunkte, überbrückt dieses Profil bei 5 kN Auflast über 7 Meter. Und wenn wir über 1,6, also über Poolprofile reden, können wir hier sogar über 9 Meter überbrücken. Das kann dieses Profil, und glauben Sie mir, es wird in vielen, vielen Bereichen eingesetzt, deshalb eben auch dieses Profil entwickelt, für Sie lieferbar. Und Überstand, und das ist auch immer wichtig, das sehen Sie auch in dem Video, es geht ja nicht nur um den Fundamentabstand, der bei vielen Projekten eben halt so wenig wie möglich Fundamente bedingen soll, sondern es geht ja auch um Überstände. Ja? Das heißt, wenn ein Profil einen entsprechenden letzten Auflagepunkt hat, ja, und dieser Überstand, den wir meinen, dieses Profil liegt bei einem Überstand Kragarm von fast 3 Metern.
auch wieder bedingt durch die Abstände der Profile, aber es kann bis 3 Meter überkragen. Dieser Kragarmbereich ist dann natürlich nicht mit 500 Kilo pro Quadratmeter belastbar, aber eben halt mit ganz normalen Mannlasten, also je nachdem, mit wie vielen Leuten Sie dort stehen. Aber das entnehmen Sie unseren entsprechenden Statiklisten. Das kann dieses Profil. Wenn wir uns dann mal eine Nummer kleiner anschauen, aber auch im Grunde sehr, sehr leistungsfähig, ist das unser 160er Profil, 160 mal 110. Und hier liegen wir im Grunde genommen von der Belastbarkeit auch wieder bei 5 kN. Bei den entsprechenden Auflagepunkten bräuchten Sie bei einem entsprechenden Balkenabstand auch lediglich nur alle 6 Meter ein Fundament. Ja? Immer wichtig, als Terrasse verbaut, also nicht als Einzelträger. Ja, das muss man immer auseinanderhalten. Aber das ist im Grunde genommen das, was wir unter Systemtechnik verstehen. Das heißt, wir machen nicht nur den Standard, den haben wir sowieso, sondern wir machen im Grunde genommen auch genau diese Dinge, die letztendlich, wie Sie es gleich sehen werden, bei den entsprechenden Terrassen immer wieder zum Einsatz kommen. Hochterrassen, aufgeständert, weite Überstände, Poolterrassen mit entsprechenden Technikschächten, fahrbare Pooldecks, alles das im Grunde lösbar mit unserem System. Und von daher, wie wir das immer wieder sagen, Transparenz durch Referenz. Folgen Sie uns auf Baustellen von Kunden. In unseren Mediatheken sind diese Einzelfilme natürlich auch als Terrasse nochmal gezeigt. Und glauben Sie mir, in den nächsten, 3-4 Monaten werden noch eine Menge Filme dazukommen, wo genau diese Profile zum Einsatz kommen, damit Sie Ihr Terrassenprojekt entsprechend realisieren können. Also, folgen Sie uns auf die Baustellen. Thank you.
Liebe Kunden, ich hoffe, Sie konnten in den Videos sehen, wie einfach und vor allen Dingen professionell und statisch stabil Sie, egal welche Anforderungen, große Fundamentabstände, verschraubt auf entsprechenden Metallkonstruktionen, ob im Boden betoniert, hoch aufgeständert, mit Treppe, mit Rampe, habe ich hier auch schon mal hingestellt. Natürlich, wenn Sie eine Hochterrasse haben, wollen Sie natürlich auch eine Treppe haben. Auch das ist mit unseren System- und Sonderbauprofilen ohne weiteres möglich. Also wie gesagt, ein Rundum-Sorglos-Paket für Sie, damit Sie Ihren Wunsch Ihrer Traumterrasse realisieren können. Stabil, dauerhaft, reklamationsfrei, kippelfrei, wackelfrei, entsprechend belastbar und natürlich eben halt langlebig. Und lassen Sie sich nicht sagen, das geht nicht, das gibt's nicht. Sprechen Sie mit Profis. Bei uns kriegen Sie alles aus einer Hand. Profile für alle Terrassenarten, die Sie wollen. Kostenlose Planung, schnelle Lieferung, ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nicht nur bunte Bilder im Katalog oder zwei, drei Profilchen. Nein, wir machen eben halt auch Terrassen, die jeden Tag gebaut und nachgefragt werden. Wir lassen sie nicht alleine, indem wir eben halt nur einen gewissen Standardbereich abdecken. Wir sind Vollsortimenter. Wir sind Ihr Systemgeber für Ihre perfekte Terrasse. Und freuen uns natürlich auf Ihre Anfrage. Wir beraten Sie kostenlos. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Testen Sie uns, wie viele tausende Kunden vor Ihnen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bleiben Sie gesund.